Deswegen, also was wenn man nur Plastik essen isst und dann drei von diesen Vitamintabletten am Tag, dann ist es trotzdem immer noch schlecht für den Körper, wenn man halt trotzdem Scheiße isst. Und also was passiert aber dann? Wie, was passiert dann? Also sagen wir mal, ich esse Brot. Ich glaube, wir steigen direkt ein. Wir steigen hier ein. Sehr interessante Diskussion auch für unsere Zuschauer. Stimmt. Moment, ganz kurz, der Vollständigkeit halber. Come on! So, es geht um darum, dass Michi nur Scheiße isst und Max die Frage in den Raum geworfen hat, aber was ist jetzt mit diesen Vitamintabletten? Woraufhin ich sagte, ja, die bringen bestimmt irgendwas, also Magnesium, Eisen, Vitamin C und so weiter und so fort, aber ersetzen kein richtiges Obst und Gemüse. Und jetzt kommst du mit. Was fehlt mir denn dann, wenn sie es nicht ersetzen? Also was passiert dann, wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, pro Tag eine Scheibe Brot esse und mir den, oder 100.000 Brotscheiben, was weiß ich, und den Rest, das möchte ich damit ausdrücken, kriege ich durch Vitaminpillen. Also alles, was der Körper sonst braucht. Da fehlt ja halt viel. Alles, was nicht in den Vitaminpillen und im Brot ist. Ja, aber das kann ich ja nicht Pillen aufnehmen, oder? Ich glaube nicht, dass dir die Pillen so weit helfen, dass du wirklich nur Brot essen kannst oder Burger King oder so. Und dann, das würde mich interessieren, was mit dem Körper dann passiert. Mängelerscheinungen wahrscheinlich. Ja. Also blasser Teint. Sind uns vielleicht gerade viele Models zugeschaltet, die sich so ernähren? Ich sitze doch hier. Ja. Ich bin doch hier. Was ist los? Was ist denn los? Ja, also es kann halt nicht gesund sein. Also ich glaube nicht, dass du jetzt dann tot umfällst. Aber was da jetzt genau passiert, das weiß ich nicht. Meine Doktorarbeit ist schon so lange her. Aber es ist auf jeden Fall nicht gut, sagt Dr. Kerl. Herr Heider, Herr Doktor, Professor Dr. Dr. Heider, bitte, ja. Dankeschön, ja. Herr Dr. Kerl. Skorput passiert ja. Und aus. Zahnfleisch weg, Zähne raus, tot. Alles, ja. Ja, das gefällt dir jetzt wieder, gell? Wieso planst du gerade die Brot-Vitamintabletten-Diät oder was? Nein, mich hat das nur, weil wir irgendwie, warum auch immer, dazu gestoßen sind. Mich interessiert das nur. Ja. Weil viele ersetzen ja oder nehmen ja zum Beispiel so Shakes zu sich. Ja. Genau. Bitte, Herr Professor Dr. Dr. Heider. Danke, Dr. Kerl. Gerne. Auch wenn Shake. Du, glaube ich, abnimmst, gibt es ja auch so Shake-Kuren oder wenn du abnehmen möchtest. Ach so, Gott, man wackelt dann den ganzen Tag. Die soll man natürlich nicht für immer nehmen. Aber das ist die Frage, was passiert eigentlich, wenn du sowas für immer nimmst und für immer einfach schaust. Schwierig. Wenn ich mir mal für ein Jahr oder zwei Jahre lang dir einfach so einen Shake gönnst am Tag plus die Tabletten, um zu schauen, dass du überall. Mach's doch mal. Ja, genau. Dann mach mal eine Studie, aber genauso interessant wäre die Frage, was passiert, wenn man jetzt ein Jahr lang nur noch Würstchen isst. Das wäre halt auch interessant. Das würde ich machen. Dann. Ja, aber kannst du das machst du ja schon. Harry Weinfurt hat so abgenommen. Slimfast. Tatsächlich, kennt man den lebt auch. Der noch? Harry Weinfurt kennt auch die Zuschauer nicht mehr. Harry Weinfurt sieht man stimmt, nicht mehr. Slimfast, das ist ja auch Slimfast, so eine Shake-Diät. Ja. Aber ich glaube nicht, dass das sowas. Oder? Ich dachte, du meinst mit Shakes jetzt eher so diesen Smoothie-Kram. Ach so, das wäre aber wieder anders, weil man, da hast du ja die frisch gepressten Sachen. Das wobei auch da gehen ja die Meinungen sehr auseinander, weil wenn das erstmal gepresst ist, ist es wohl auch nicht mehr so dufte wie dann im Originalzustand, wenn das Obst noch original verschweißt ist. Ja. Das ist doch alles Blabla. Wieso ist es denn Blabla? Ja, weil du liest das und das, aber so richtige, ein Arzt, der, wo sich alle einig sind. Gibt es das überhaupt in der Medizin? Nee, gibt es genauso wie in der Kindererziehung. Das Internet ist ein wunderbarer Ort, um sich Nahrungsmittelverschwörungstheorien anzulesen und wovon man alles Krebs bekommt, wo die Pharmaindustrie ihre Finger drin hat und was man nicht essen soll und so. Also da im Internet einfach mal gucken, da findet man auf jeden Fall was, das man vollkommen durchdreht. Ich glaube ja ganz ehrlich, wenn man alles mit Maß und Ziel macht, da kann man auch mal einen fertigen Burger essen. Ich hab verstanden. Mit Maß ins Ziel. Ja. Dann geht das schon. Bisschen Obst, bisschen Gemüse, da ist auch mal ein Burger drin. Michi, jetzt seid euch so albern. Ja. So, ich bin verwirrt, weil wir haben schon wieder eine neue Perspektive. So wie wir es letzte Woche eigentlich angekündigt haben. Das heißt, eine in den Raum rein, zumindest so halb. Sieht man den Marco zumindest? Nein, ich glaube nicht. Wenn er ein bisschen nach links rollert, ja, jetzt müsste er im Bild sein. Marco. Und ciao, Marco. Das ist toll. Sonst ist das jetzt die Totale? Das ist jetzt die Totale. Das ist die in den Raum? Ja. Das ist der Michi. Das ist die ins Regal? Genau. Die filmt auch nicht uns, sondern nur das Regal. Ja. Gut. Wir haben die Leute noch gar nicht begrüßt, vor lauter Lebensmitteldiskussion. Come on! Ich habe auch meine Anmoderation vergessen, die ich mir gerade noch überlegt habe. Ich wollte irgendwas sagen. Endlich ist dieses grausame Winterwochenende vorbei und wir dürfen wieder im Warmen sitzen und arbeiten. Irgend sowas war es, glaube ich. Was ist denn so lustig? Geworden. Bitte? Ist doch jetzt schön geworden. Ja, war doch eine tolle Anmoderation. Irgendwas bla bla warm. Häkchen setzen, Anmod erledigt, Lebensmitteldiskussion, was steht hier noch? Wir haben wieder umgestellt. Umgestellt haben wir auch. Wochenvorschau.
Gerne. Maxi, du nur noch heute hier, Rest der Woche frei. Die feine Dame, weil, darf man sagen, warum? Weil ich Hawaii gekauft habe. Nein! Ja. Endlich! Endlich! Hast du lange genug gespart jetzt. Genau. Ich habe nämlich jetzt, ich werde Versuchskaninchen für die Pharmaindustrie wegen den Pillen. Ich muss mich jetzt ein Jahr lang von Pillen ernähren. Ja. Hab das Geld gleich in Hawaii. Oder Kawaii. Ja. Kawaii. Letztens stimmt, Kawaii. Das ist ja noch besser als Hawaii. Wobei, freu ganz Hawaii. Bitte? Warte, was war auf Kawaii? Hawaii? Wurde Lost gedreht? Nee, Lost was? Und Jurassic Park. Kawaii ist ja eine von diesen 8 Hauptinseln. Also ich verbinde Kawaii mit dem japanischen Wort. Stimmt. Kawaii. Und halt Kawaii so, ist Lilo und Stitch. Ja, Lilo und Stitch, Jurassic Park, Lost. Lost Hawaii, dachte ich. Ach so, das kann sein. Lost Hawaii, das kann sein. Nino, Dr. Kerl. Seit dem ganzen Jahr. Herr Dr. Professor Dr. Heider. Lord Obermeier, was ist mit dir eigentlich los? Der dunkle Lord Obermeier. Das ist ja irre. Jedenfalls, wo war er denn jetzt überhaupt, Max? Du bist nicht mehr da. Ja, du ziehst um. Ja. Genau. Deswegen bist du im Urlaub. So. Genau, ich habe mir Penthouse Schwabing. Hier ins Büro. Wenn schon, wenn schon. Mit Blubberpool. In die Guillotine. Im Wohnzimmer, es wird super, habe ich mir sagen lassen. Genau, das ist, ich finde es total stressig. Also, weil ich muss ja noch streichen, alles. Und 800 Quadratmeter müssen erstmal gestrichen werden. Ja. Ich bin das letzte Mal vor 8 Jahren umgezogen und mir graut jetzt noch. Ich will da gar nicht dran denken, jemals wieder umziehen. Ja, Umzüge sind doch gerade für Menschen wie uns, die Dinge sammeln und sich ins Regal stellen. Die Hölle, oder? Ja. Oftmals zerbrechliche und wertvolle Dinge. Und dann kommen da auch noch solche hilfsbereiten Arschgeigen, die keine Achtung vor der Actionfigur haben. Ja. So, ach, das Menschen hier, ich weiß nicht, warum die Kölner Akzent haben, aber wenn die halt grob sind, haben die meistens einen Kölner Akzent. Ich meine, ist alles da so rein. Entschuldigung, liebe Kölner, an dieser Stelle, ja. Das ist bei mir total easy, weil ich habe, wie gesagt, jetzt nur 30 Quadratmeter, keinen Keller, habe extrem wenig, mein Bett schmeiße ich weg, weil das ist irgendwie an der Seite schon durchgebrochen. Das war nämlich damals, man kriegt es nicht mehr raus aus der Wohnung. Ja. Ich habe dieses Bett damals total billig bei irgendwie Aldi gekauft, weil vor bei Aldi gibt es Betten? Online ja, und nein. Die Lieferkosten betrug 1 Euro. Aldi. Und bei Ikea war das irgendwie gleich endsteuer. Und dann dachte ich mir, ja, genau. Ja. Aber jetzt nach 5 Jahren brauche ich auch ein neues Bett. Davon. Das ist kaputt. Das heißt, ich brauche wirklich nur einen Sprinter und eine Fuhre. Und das ist überhaupt nicht stressig. Das Einzige, was stressig ist, ich habe mir diese ganzen Behördengänge aufgeschrieben, wem muss ich alles benachrichtigen, vor allem auch Briefe schreiben und so weiter. Ja. Das ist halt sehr nervig. Neuen Nachbarn. Oder macht ihr das? Nee, also dann wirklich so mit, was schenkt man da, eine Flasche Wein und eine Tube Pfeffer, glaube ich, oder? Nee, was war das? Nicht mal ignorieren. Brot und Salz. Stimmt, oder? Ja. Haben wir auch bekommen. Ja, aber als einmal zähl ich heute noch vor. Zu den Nachbarn. Ja, doch. Oder? Was denn? Willst du das geschenkt haben, wenn du einziehst, oder gehst du zu den Nachbarn und gibst ihnen Brot und Salz? Also oder gehst du zu denen und ziehst das ein? Super! Stehst du der Heider, Brot und Salz? Ja, das weiß ich gar nicht, aber ich glaube, wenn man irgendwo einzieht, bekommt man in der Regel vom bereits dort sesshaften Nachbarn sollte man, eine Tüte Salz. Und wenn nicht, darf uns einziehen. Bitte? Wenn man es nicht sofort bekommt, muss man es holen. Binnen 48 Stunden gewaltsam. Ja. Es gibt ja dieses Brot-Salz-Recht. Ja. Steht was im Mietvertrag. Mit Brot? Ja, genau. Wo ist das Salz? Ja, natürlich. Max will ja was essen am ersten Abend in der neuen Wohnung. Ja. Zu den Pillen. Und Tabletten. Und trinken, ja. Ja. Trinkt nicht vergessen. Ja. Sehr wichtig. Ich bin so begeistert von dieser Aldi-Bestellnummer. Da kannst du 2,50 extra, kriegst du eine grobe Streichwurst mit dazu. Das ist fantastisch. Sehr cool, ich wusste es gar nicht. Ja, das war total geil. Und er hat das Bett aber auch einfach neben meiner Tür abgestellt. Also du hast ihm auch nur 1 Euro gegeben. Ich war gar nicht da. Das war ja schon online überwiesen. Das ist ja immer besser. Was soll ich denn da noch geben? Ja, cool. Das ist endgeil. Gut, also viel Spaß beim Umzug. Wir sehen dich dann hoffentlich in einem Stück heute in einer Woche wieder. Ja. Heißt aber nicht, dass ich in der Woche nicht da bin, zumindest digital. Ja, du hast ja eifrig vorproduziert, um das schon mal vorwegzunehmen und die Brücke zur Wochenvorschau zu schlagen. Die Game News gibt es aber mit dem Florian diese Woche. Das kann man ja in dem Sinne nicht vorproduzieren. Am Freitag, ja. News vorproduzieren ist immer schlecht. Das merkt kein Mensch. Irgendein DLC kaputt, irgendein Publisher zockt irgendwen ab. Bei dir ist auch die Luft raus, deswegen gell? Deswegen schaut bei uns vorbei, ich bin noch ein bisschen motiviert. Ja, das ist das Geile. Michi noch irgendwie vor 4 Wochen, ich jetzt hier Newsformat, Best Practice Award, alle Auszeichnungen abgeräumt, sensationell in seinem 8.000-Dollar-Anzug und jetzt... Ich mache ja schon seit zwei Wochen keine neuen Folgen mehr. Wir nehmen wir nur noch, machen nur noch ein anderes Teaserbild und da die gleiche Folge nochmal. Ja, so ist neu geschnitten einfach. Kinder rückbleiben, die Falkland-Inseln wurden soeben besetzt. Das hat ja keiner.
Super. Aber dafür gibt es Fab Five mit dir. Mhm. Wir arbeiten uns jetzt mal von hinten nach vorne. So, also Freitag Game News Flo, Donnerstag Fab Five mit dir. Ja. Ich wollte einfach mal etwas ausprobieren und zwar, ich nenne es jetzt einfach mal Retro Fab Five. Ja. Das heißt mit Top-Fakten, Hintergrundinfos zu Pac-Man. Ui. Ja, mal gucken. Bin ich gespannt. Wie das so rüberkommt. Ja. Vor allem, da gibt es ja noch sehr, sehr viel, das ja dann noch daraus gemacht werden könnte, ja, wenn die Leute da wirklich Bock drauf haben. Ja. Ich habe da schon ein bisschen, ich habe ja was mitbekommen, weil die Maxi spricht ja immer in meiner Nähe ein, was sich komisch anhört, aber so ist es. Über das Verhalten der Geister. Mehr sage ich nicht, fand ich total geil. Bei Pac-Man. Cool. Ja. Ja, das, ja. Ja, es sind ein paar cool Sachen, die weiß man an sich so eigentlich nicht, ja, mit denen man aber ganz gut dann auf Partys auch angeben kann, ja, um Mädels, ja, zu beeindrucken. Habe ich versucht. Partys. Freue mich drauf. Das passt doch auch ganz gut, wenn wir dann irgendwie, ja, Retro haben und dann am Mittwoch ist es dann AAA mit R. Nee, AAA ist generell immer am Dienstag. Ach ja, genau, Dienstag. Nee, solltest du jetzt inzwischen auch mal wissen. Am Mittwoch ist ja dieses hier, ne? Bei dir ist Mädchen Mittwoch ist, ne? Ja, ja. Dreh ich den Swag auf. Ninotaco.tv. Übrigens, läuft. Jetzt muss ich kurz überlegen. Letzte Woche Mittwoch, vor einem Jahr, ging die erste Ninotaco-Folge online. Ist total hart. Krass, oder? Ja, danke. Und jetzt deswegen habe ich auch Ninotaco poliert. Toll, Mann, danke. Ja. Freut mich sehr. Ist auch ein schöner Pulli. Nämlich Streber. Folge 47 gibt es. Hat sie ihn ausgewaschen. Hallo! Ja. Folge 47 schon. Schon. Und ich habe vorhin mit Maxi und Marco schon darüber gesprochen. Die ganze Printwelt weint seit Jahren, weil diese Erosion nicht aufzuhalten ist und Hefte und Magazine verkaufen sie nicht mehr. Aber im Manga-Segment geht es voll ab. Beste Verkaufszahlen aller Zeiten in Japan. 2,3 Milliarden US-Dollar Umsatz. Also geht es da nur um gedruckte Hefte, ja, oder werden die auch digital? Nee, da geht es um gedruckt. Was crazy da wohl prozentual in die einzelnen Genres fließt? Oh, das ist eine interessante. Stichwort kann bestimmt auch irgendwie rausfinden. Stichwort Hähnchen. nein, also ich glaube, den größten Teil dazu, klar, das ist ja ein offenes Geheimnis, dass dieses ganze Hentai-Segment, auf das Anime und Manga ja oftmals reduziert wird, natürlich auch einen großen Teil ausmacht, aber das meiste fließt tatsächlich, glaube ich, so in diese klassischen Shonen-Manga. Also One Piece ist natürlich ein Dauerseller, Attack on Titan war letztes Jahr unglaublich erfolgreich, 2014, aber auch sowas wie Haikyuu, also eine Sportgeschichte, wo es um Volleyball geht, oder The Seven Deadly Sins, also solche Sachen, also querbeet, oder Tokyo Ghoul auch, unglaublich erfolgreich. Oh, das ist super. Ich war letztens im Hugendubel, da ist allerdings die Manga-Sektion noch ziemlich klein. Immer noch. Also wirklich. Kann es sein, dass die seit 10 Jahren die gleiche ist? Dass ich glaube, im Hugendubel immer nur die Dragon Balls alle gibt, dann gibt es irgendwie daneben. Es geht. Sie haben halt so die Flagship-Titel von Carlsen und von Tokyo Pop oder auch von den anderen 2, 3 deutschsprachigen Manga-Publisher, Entschuldigung. Und da gibt es halt so die bekanntesten Titel, ja, die halt funktionieren. Es gibt halt Naruto, gibt One Piece, gibt Conan. Dann wird ab und zu auch mal was ausprobiert, was Exotischeres. Aber so, wenn du wirklich so in die Tiefe gehen willst, wenn man überhaupt von Tiefe in Deutschland sprechen kann, dann bist du beim Hugendubel nicht sonderlich gut beraten. Wobei ich den Hugendubel sehr gern mag. Kennt man den eigentlich außerhalb von München, Hugendubel? Ist das ein Begriff? Kennt ihr das? Weiß ich nicht. Hugendubel, also in München ein großer. Das wäre eigentlich viel besser, wenn du nicht erklärst, was es ist. Ja. Und die Leute glauben, das ist so ein bayerisches Ding. Hugendubel. Ob ich halt ein Hugendubel gegessen habe, leck mich am Arsch, weil das ist ein Hugendubel. Die gehen aber auch nicht gut im Buchhandel. Also Hugendubels. Hugendubels und, nee, die gehen schon Mangas. Gehen auch. Ich bin ja ehemaliger Buchhändler, verstehst du? Ach, wirklich? No. What? Echt? Das wusste ich auch nicht. Ich bin ehemaliger Buchhändler. Ja, man weiß es nicht und man sieht es ihm auch nicht an, aber Florian Heider ist tatsächlich schon 56 und bis zu seinem 34. Lebensjahr war er Buchhändler. Ja, ja, sicher. Haben wir auch ausgelernt. Ja, also und was war da los mit den Mangas? Nipfel. Oder Manga? Ja, es ist tatsächlich immer weniger geworden. Also du hast halt, früher gab es ja immer die europäischen Comics, also die westlichen Comics, die ja früher diese großen, ich weiß gar nicht mehr, Carlsen-Ausgaben von Gaston und was weiß ich was. Und das wurde immer weniger und da ist Manga schon mehr geworden, aber es geht halt zu wenig. Wie du schon gesagt hast, die Klassiker natürlich, eben Naruto, Dragon Ball und so weiter, aber ein Buchhandel geht in dem Fall kaum mehr ein Risiko ein. Ja, aber es gibt generell wenig. Buchhandel generell, meinst du? Nein, Manga generell in Deutschland. Ich weiß nicht, wie ist das online? Also wo holen die...
Das ist es wahrscheinlich. Kann sein, keine Ahnung. Also wie meint ihr jetzt online? Also die deutschen Bestellzahlen quasi. Ach so, ja, es wird halt viel auf Amazon bestellt. Weil also der klassische Buchhandel, du findest halt so wenig Jugendliche da drin. Ja. Wir hatten schon immer so 5, 6 am Tag, aber die sind halt dann wirklich auch nur am 5, 6 am Tag. Nicht schlecht. Die stöbern aber halt nur kurz. Ja. Meistens haben sie dann irgendwie wahrscheinlich das Geld und dann. Vielleicht sind auch die Bestellzahlen online besser, aber buchhandeltechnisch. Wobei man im Hugendubel in München sieht man schon viele junge Leute, oder? Bilde ich mir das ein? Aber Leute. Meistens nur, weil sie da reingehen müssen, um für die Schule oder die Uni eben das dementsprechende Buch zu kaufen. Und viele Sitzgelegenheiten für Lau. Eigentlich nicht so wirklich viele. Im Hugendubel, diese grauen, diese roten Sofaecken, die sind doch so da. So viel ist es. Sofatas, sind es gar nicht so viele? Nee. Ach so. Bilde ich mir das ein. Dachte, es wären zwei Stockwerke nur Sofi. Das ist halt, weil Maxi von ihrer neuen Wohnung schon so verwöhnt ist. Ja, ja. Da sind 80 Quadratmeter nur Sofa-Liegewiese. Muss mich immer entscheiden, wenn ich aufs Klo gehe, rechter oder linker Flügel. Ja. Ich bin mir schon echt überlegt, ob ich mir so einen Segway hole. Du hast ja diesen Golfwagen. Ja. So, sind wir fertig mit der Wochenvorschau. Abschließend noch Dienstag und dann sind wir da wieder in Lichtgeschwindigkeit durch die Wochenvorschau durchgaloppiert. Triple A. Und jetzt bitte, Michi. Was hatten wir denn da? Auf jeden Fall war Red Dead Redemption dabei. Also wenn das nicht dabei wäre, das wäre ja... Dann stimmt was nicht. Du warst doch auch dabei. Ich? Ja, bei dem Dreh. Naja, das ist ja schon. Ja, ja, genau. Das wird ja jede Woche, jeden Tag live gedreht. Ja, und in dem Zusammenhang weiß ich gar nicht, haben wir uns schon für dieses rege Interesse an unserer Community-Abstimmung bedankt? Ja. Haben wir auf Facebook. Habe ein Video zugemacht auf Facebook. Gut, richtig, ich erinnere mich. Ich bin reingekrätscht, wusste nicht, um was es geht, habe einfach meine dumme Birne reingesteckt. Aber dann auch nochmal hier an euch, liebe YouTube-Community von High Five, vielen Dank fürs Mitmachen. Es gibt ja nach wie vor die Option, teilzunehmen am Community-Voting für AAA. Nee, die ist letzten Samstag abgelaufen. Ach, ist schon vorbei. Ja, irgendwann muss man mal Schluss machen. Stimmt, ne? Aber es waren weit über 2000 Leute. Ja, definitiv. Das ist super. Und das ist echt eine mega Nachricht. Ja, toll, freuen wir uns drauf. Wissen wir jetzt schon, wer denn die 24 Gewinner sind? Ich lasse mich da also wirklich bis zum Schluss überraschen. Okay. Weil vorher möchte ich die Dateien nicht exportieren. Muss man die Marie fragen, die ist ja fleißig am Durchzählen. Gut, also freuen wir uns drauf. Gibt es dann direkt im Anschluss an AAA in ein paar Wochen. Marco, sagst du uns Bescheid, wenn wir so bei circa 20 Minuten sind? Klar. Ja, weil wir haben noch nichts davon jetzt besprochen, gar nichts. Wir haben jetzt 17. Gut, aber wir können ja dann, sollen wir zum Hauptthema kommen? Ja, bitte. Ja, kommen wir zum Hauptthema. Bitte. Das ist halt ein bisschen unangenehm. Jetzt warten wir ganz kurz, auf was wartet was dieser unverzahnte Politiker? Klar, Hauptthema, was denn sonst? Also, Hauptthema, kommt von, Ruhe jetzt bitte, kommt von Meeresbeere. super. Wenn es ein YouTube-Dschungelcamp gäbe, und ihr müsstet rein. Mit wem würdet ihr am liebsten rein? Bedeutet das YouTube-Dschungelcamp nur mit YouTubern oder ein Dschungelcamp, das auf YouTube ausgestrahlt wird und wir können auswählen? Nee, nur mit YouTubern. Also YouTube-Dschungelcamp heißt gleiches Prinzip wie Dschungelcamp, nur statt Z-Prominenz YouTuber. Ich habe gerade nach irgendeinem Buchstaben unter Z gesucht, aber das gibt's natürlich nicht. Ja. Boah. Auch Amis? Ja. Alles. Alles. Alles, was auf YouTube. Hauptsache YouTube. Ich möchte auf jeden Fall den Typen, den kennt ihr doch bestimmt, der hat zum Beispiel dieses PS4-Unboxing-Video gemacht. Scheinbar ein Ami, du auch, ja. Aber der ist ja kaputt gegangen, gell? Ja, ich weiß schon. Ich habe dafür eine Apfelsaftschorle runtergeschmissen in der Kantine. Ja. Wie euch den Ball zuspielt. Ja. Kennt ihr den? Der macht dann irgendwas auf. Ich mache mich auf Captain Goomba ein bisschen auf. Mein Gott. Du Lump. Aber der war so weich. Der macht was auf, ja. Und dann haut er seine Hände irgendwie in Mehl und Schokosoße und pumpt dann dieses wie? How to Basic. How to Basic. Kennst du den? Nee, glaub nicht. Das ist also mir sagt das jetzt nichts. Das fängt immer an wie so ein normales Tutorial-Video für irgendwas. Aber immer so in dieser Smack-My-Bitch-Absicht, also immer so aus der POV. Und was passiert dann? Und dann passiert halt lauter Scheiß. Dann macht er dann also auch irgendwie, wie man zum Beispiel, was habe ich neulich gesehen, wie man Subway sein will? Doch, das habe ich gesehen. Ja, genau. Wo er diese zwei Fische da drauf legt. Ja, genau. Und es ist dann irgendwie auch eine Minute wahnsinnig witzig gewesen, aber irgendwann, wo er dann immer wieder mit der Hand auf diesen Breitschuss nur noch draufhaut und das, diese Szene mit dem Baby in der Mikrowelle habe ich nicht verstanden, glaube ich. Gibt es nichts zu verstehen. Ist einfach. Ja. Ja. Aber es ist echt. Und der soll mit ins Dschungelcamp. Ich fände es lustig, weil ich glaube, den siehst du auch nicht. Du siehst immer nur die Hände. Die machen irgendwas. Das ist aus dem Grund gut, weil wir hätten ja dann auch die typischen Dschungelprüfungen. Ja. Und da gibt es ja auch diese
Challenge. Der macht alles. Und ich glaube, der, ja genau, das ist so ein Typ, der macht alles. Das wäre aber halt geil, wenn man den auch der nie sieht. Der ist die Känguru. Kennt ihr den Typen, der Zimt isst auf YouTube? Mein Gott, der Chibi. Das ist dieses eine mit seiner hohen Stimme. Ne? Mein Gott, der hat halt einen Haufen Klicks. Ja, ich weiß. Abonnenten. I know what you're saying. Was tut ihr? Ach, das habt ihr da drüben gar nicht mitbekommen. Also ich will ja grundsätzlich gar nicht ins Dschungelcamp, weil wenn man erstmal im Dschungelcamp ist, heißt es ja, man ist eigentlich eine gescheiterte Persönlichkeit, kann man will, das so sagen? Ich will ins Dschungelcamp. Echt? Ich will mit niemandem. Ich will viel lieber bei Takeshis Castle mitmachen, wenn es es wieder gibt. Oder ich Ninja auch mal machen, aber ich will mal so weit sein, dass ich sagen kann, ja, jetzt bin ich niemand mehr, aber ich war mal wer. Ja. ich möchte mal so weit kommen, so wie so ein Otto Walkes-Absturz, so weit nach Ende meiner Karriere irgendwo in ein Restaurant gehen, sich den Wanst vollschlagen hinterher, wenn die fragen, wie möchten sie bezahlen, sagst du, hiermit. Ja. Und dann sagen die, nein, sie müssen schon bezahlen. Und dann irgendwie wird mir wegen Zechprellerei angezeigt und so. Ja, so weit will ich mal kommen. Ist Otto Walkes jetzt im Dschungelcamp? Nee, glaube ich nicht. Oder war der mal? Oh, das wäre aber schade. Hat der mal die Zeche gebrellt? Ja, ja. Ach so, das weiß ich nicht. Das kann nicht sein, Michi. Walkes geht's nicht gut? Naja, nee, das war bevor er nicht mit dieser ganzen Synchronsprecherei bei Ice Age wieder Fuß gefasst hat. Ach so, jetzt hätte ich gedacht, jetzt geht's ja okay. Gut. Otto Walkes, dem Otto geht's gut. Otto geht's. Wer ist denn, weil ich bin da gar nicht im Bilde, Dschungelcamp, ich habe mich vorhin erst via Skype bei Maxi erkundigt, was ist das gerade aktuell überhaupt? Und sie sagte, ja, das läuft wohl. Die mir überhaupt bekannt vorkamen, waren, nee, stimmt nicht mal. Ich weiß, dass die Tochter von Roberto Blanco mitmacht, weil ich Roberto Blanco kenne. Warte mal, die war aber auch schon im Big Brother Haus, glaube ich. Ich habe es auch nicht gesehen. Du kennst so. Roberto Blanco? Persönlich. Nein. Nee, Quatsch, keine Ahnung. Den habe ich ja schon mal gehört. Und dann ist irgendwie eine Boyband dabei. Von Roberto Take Blanco und ich waren mal im P1. Und er Englischer? Nee, erzählt jetzt lieber nicht. Oder von Caught in the Act oder so. Das ist auch Englisch. Nee, ich glaube, die sind dann Niederländer oder so. Eine Band. Ach so, Niederländer. Oder was? Oder ja, Boyzone? Von irgendeiner. Caught in the Act höre ich nicht. Super, alles ist voll. Ja. Marco weiß das. Marco oder keiner gehört. Weiß es so halb. Also einer von Caught in the Act. Er schaut ja auch gerade. Dschungelcamp. Ach ja, und Full Circle, hier der Walter Freiwald, der mit Harry Weinfurt zusammen Preis ist heiß gemacht hat. Dann hat sich ja Harry Weinfurt so stark abgenommen, dass er verschwunden ist. Ja. Weiß ja nicht mehr, wo der ist. Stimmt fast, ja. Und ich habe nur gehört, das war irgendwie auf bild.de, die Schlagzeile Walter Freiwald, fiese Lästerattacke gegen Harry Weinfurt. Nein! Und dann hat Harry Weinfurt zurückgeschlagen, aber er war gar nicht zu sehen, weil er so dünn war. Gut. Und dann noch zwei oder eine aus irgendeiner Bachelor Model. Das ist aber schon eine ganz schön flache Besetzung, oder? Naja. Also es wird immer noch flacher. So. Ist immer so gewesen. Ja, okay. Und ist ja, das Interessante ist ja auch, wie bei Frauentausch oder wie bei der Bachelor oder bei irgendwelchen Castingshows ist da immer die Gruppendynamik zu beobachten, besonders da. Okay. Weil es ist wirklich so, dass keine Ahnung warum, also manchen wollen das ja natürlich inszenieren und sich mehr so ein bisschen ins Fernsehen wieder zurückpushen, dass die vergessen dann so ein bisschen, dass die Kamera da ist und flüstern dann teilweise auch, so weil sie meinen, dass das kein Schwein hört. Ja. Und immer so, ja, und der ist voll der Scheiße und das. Und ja. Habe ich da mal irgendwie... Aber das müssen die doch begreifen. Also man erklärt denen doch das Konzept der Show. Also vieles ist, glaube ich, auch wirklich so inszeniert. Also auch so ein bisschen, irgendwann gibt es, also die teilen es nach Phasen auf. Am Anfang bin ich der Harte, ja. Dann öffne ich mich, bringe die Zuschauer zum Weinen, ja. Weißt du, so ein bisschen. Ja, ja. Das ist, glaube ich, vieles inszeniert, aber manche... Moment mal, das ist doch auch das Konzept von der Sendung hier. Ja. Aber nichtsdestotrotz wissen die doch, dass jeder Teilnehmer im Anschluss an die Staffel... So klug. Das Captain Kuhn! Dass jeder Teilnehmer im Anschluss an die Staffel... sich das nochmal angucken kann, um zu sehen, wer jetzt da über mich alles gelästert hat. Genau. Und warum machen die es denn dann? Das ist das gleiche Phänomen wie bei einem Fußballspiel, wenn irgendwie halt ein Spieler so diese ultra billige Schwalbe auspackt, sich dann ins Gesicht fasst. Hier muss doch klar sein, dass da gerade 8 Milliarden Menschen zu sehen, die das in Slow-Mo aber wenn du irgendwas schwörst, und davon überzeugen, dass das Quatsch ist. Aber bist halt wieder in aller Munde, wenn du irgendwas schwörst. Und egal, ob das die meisten, nur Captain Gumba wieder. Ja? Die echt? Meisten, die dort mitmachen, haben... Ich mach schon. Oh Gott! Was ist passiert? Was ist passiert? Oh, so können wir ihn nicht zeigen. Warte mal. Können wir ihn nicht zeigen. Identität wird gewahrt. Ja, schau doch mal hier. Oh nein! Nino, Studio fällt auseinander, rette dich. Moment. Warte mal, das müssen wir... Ja. Oh Mann, ey. Sieht man das überhaupt? Um Gottes Willen. Ach, setzt du das jetzt auf? Doktor Kerl. Ja, Moment. Oh Gott, wer war es? Um Gottes Willen. So, ein Glück.
Fast hätten wir herausgefunden, dass Pac-Man ist. Ja, fast wäre die wahre Identität von Captain Waka Goomba. Waka. Nee, oh nein. Was ich sagen wollte, ist, dass die meisten halt unfassbar viel Schulden haben und auch deswegen dort mitmachen. Und wenn du zum Beispiel irgendwie heraus möchtest oder lange überleben musst, je mehr Geld kriegst du ja auch dort. Dementsprechend, je länger du drin bist. Wie viel Geld kriegen die denn? Was heißt denn das? Also kriegen die richtig viel Geld? Es kommt drauf an, je nachdem, wer du bist, bekommst du mehr oder weniger Geld. Ach so. Also manche kriegen bestimmt 10.000, 20.000. Was ja auch nicht jetzt wirklich viel Geld ist, oder? Sagen wir mal, du hast 10.000 Euro Schulden. So. Das bezahlt sich, und du hast gerade nichts am, also du bist halt gerade nicht irgendwie berühmt genug und kriegst keine Aufträge. Ja. Was machst du dann? Und dann sitzt du halt da und denkst, okay, dann kannst du aber 2 Wochen ins Dschungelcamp gehen. Ja. Dann machst du den Scheiß halt mit. Ja. Und ich glaube auch, dass genau wie es auch bei diesen Frauentauschformaten ist, da sitzt einer und erklärt denen alles irgendwie total gut. Ja, das schaffst du schon. Und dann kannst du sagen, du möchtest die Herausforderung annehmen und bla bla bla. Ja. Der lullt die zu, dann gehen die da rein. Manche machen halt den Fehler, dass sie, glaube ich, sehr echte Gefühle zulassen und dann sich halt so ein bisschen reinreiten. Und es gibt ja dann zum Schluss, weint hier eigentlich irgendwie? Ja, hier Baby. Draußen weint ein Kind. Das gibt's doch nicht. Weil das ist High-Five-Fan. Ja. Ja, steht schon irgendwie seit 78 Stunden am Fenster. Und wir haben aber jetzt wegen der Aufnahme die Rollläden runtergelassen, weil ne, August, Hochsommer, hier scheint die Sonne rein, man sieht ja nichts. Deshalb. Und deswegen weint das Kind. So. Genau. Und warte, jetzt habe ich mich total. Geld, am Schluss gibt's dann? Genau, am Schluss gibt es ja dann noch eine Zusammenführung. Das heißt. Also. Die Leute, die sich das nämlich alles angeschaut haben und dann so, boah, was ist denn das für eine Lästerschwester, da hau ich eine rein und so. Eine Lästerschwester? Und dann kommen die alle wieder zusammen und können dann nochmal sich gegenseitig Pfeffer geben. Aber ja. Wenn du das richtig machst, hast du halt danach auch exklusive Werbedeals und voll, Interviews Songs. Und so. Also das ist, ja. Irgendwie, vor allem der doof. Dschungelkönig oder Königin ist dann für eine Zeit lang echt gut. Oft reist dann irgendwie vom Frühstücksfernsehen von Sat.1 zu. Ja, okay, dann ist mal wieder ein bisschen, dann geht mal wieder ein bisschen was, aber dann ist doch endgültig vorbei, oder? Also wenn man erstmal im Dschungelcamp war, dann ist doch alles Schluss. Also dann wer ist denn alles Königin? Ich weiß nur, dass einmal Costa Cordalis gewonnen hat. Und der hat's geschafft. Ja, der hat einen Song danach rausgebracht, das war es wahrscheinlich. Costa Cordalis. Ja. Aber wen würden wir denn jetzt gern aus der YouTube-Landschaft im Dschungelcamp sehen? Du musst immer einen wählen, der das absolute Arschloch ist, weil der wird von den Zuschauern nämlich immer in diese Challenges reingevotet. Ist jetzt schwierig, einen Namen zu sagen. Nino Kerr. Ja, na hallo, was? Das tut mir aber auch weh, Michi. Was? Wie, was? Das finde ich jetzt aber nicht in Ordnung. Ich hab's extra Nino Kerr. Ja. Wir treffen uns alle nochmal wieder zu einer Zusammenkunft. Ja. Das, mein Freund, wird ein Nachspieler. Aber gibt es nicht irgendwie eine totale, super, mega blonde Zicke auf YouTube oder sowas? Irgendwie sowas, bestimmt. Ja, gibt's gar nicht. Irgend so eine Schminktante. Also es muss ja... Wieso lenkst du das gerade in so eine Richtung? Hast du da jemanden? So eine Blonde, circa 17. Ja. Na, ich weiß, irgendjemand, der halt nervt und der die Leute stresst. Ja. Und dann immer so, der oder diejenige muss halt, das ist immer gut. Also, aber ich kenne da jetzt, ich schaue ja niemanden, den ich nicht mag. Deswegen kann ich das auch nicht sagen. Okay, also ich würde eher irgendwie Leute mitnehmen, die dann im Zweifel Bock haben, auch sowas zu machen. So ein Fabian Sigismund zum Beispiel, der wird doch alles machen. Der steht doch auf sowas. Nein, alles im Sinne von geil irgendwie da rumrobben und geil auf den Baum klettern. Genau. Der steht ja auf sowas. Dann würde ich sagen, okay, mach du, Fabi, ich bleib hier sitzen. Und der, ja geil, jetzt David, der ist ja immer so in diesem. Der hat uns dann hoffentlich auch schon eine Hütte gebaut und so. Ja, ja. Ja. Ja, klar, so jemanden, der lustig und der mit dem du Spaß haben kannst, den brauchst du auf jeden Fall auch, weil du musst es ja auch selber durchstehen. Ja, so, wen noch? Ich hätte gerne den Angry Video Game Nerd, der erzählt so tolle Geschichten. Das ist überhaupt kein echter YouTuber. Das ist nur eine Stimme. Nee. Nämlich eigentlich ein Nachspiel. Gegenargument, Heider. Nö. Nee, doch. Aber so ein halber YouTuber. Cinemassacre, gut. Gibt's auch auf YouTube. Den will ich. Mir egal, was ihr sagt. Ja. Ihr seid. Okay. Ich glaube, ich würde die Darum mitnehmen. Darum? Ja, da hätte ich irgendwie Lust drauf. Ja. Weil die so nett und herzlich und die ist so jemand, die wird auch die Gruppe so ein bisschen runterbringen, falls mal irgendwas Stressiges ansteht. Und wäre deine Garantie dafür, dass du selbst bei 800 Grad im Schatten mit Schlamm im Gesicht noch fantastisch aussehen würdest? Darum soll dabei sein. Ja. Das gut, wen noch? Michi, wen willst du mitnehmen? Naja, die Großen halt. Gnork, Salazar, ungeschminkt und so. Ungeschminkt. Die halt alle, ne? Also, Gnork ist so cool. Ja. Salazar und ungeschminkt. Ja, wir kennen uns halt, wir sind halt so.
Also ja. Deswegen vielleicht ist es auch ganz cool. Du solltest es aber dazu sagen, dass ihr euch wirklich kennt, weil sonst heißt es wieder Obermeier lästert über Gronkh. Wer? Ja. Gnork. Ja. Ich weiß nicht, wen ich grüß der? Mal den Erik. Gnork, ich weiß auch nicht. Und den, und den Walli. Und wen hast du noch verulgt eben? Den Simon. Wen? Das fällt dir denn ein. Ja. Von Simon habe ich überhaupt nichts gesagt. Ungeschminkt hast du gesagt, das war doch ganz klar ein ungespieltes Gag. Ich weiß jetzt nicht, wen du hier wieder... Gut. Was ist denn los mit dir, Michi? Du planst doch irgendwie einen Riesengag, oder? Du flüsterst auf die ganze Max und baust es jetzt auf, um es dann... Ja, so ist es im Dschungelcamp. Ach so. Und dann die Superintrige und dann bist du nämlich raus, Kerl. Und dann... Eine Abmod von Sonja Zietlau noch und dann sieht man dich nie wieder. Ja. Das ist ja auch inszenierte Liebesgeschichten, behalten ja auch den Zuschauer irgendwie an der Stange. Ja, und ich glaube nämlich, meine dann Liebesgeschichte wäre, ich würde mich in Sonja Zietlau verlieben. Ich war nämlich schon mal in sie verliebt. Ohne Witz? Ja, als Kind, weil sie hat früher doch Bim Bambino mitmoderiert, oder nicht? Krass. Du meinst, glaube ich, Gundes Zambo. Und Sonja Zietlau war auch bei Bim Bambino. Was? Doch. Marco! Bim Bambino. Also bei Marco war sie? Kannst du Marco, ja, ich weiß, dass du es nicht weißt. Nee, ich weiß nicht, dass du es nicht weißt, aber kannst du es gerade mal googeln? Sonja Zietlau war doch bei Bim Bambino. Ich glaube nämlich, ich war verliebt. Hugo hat sie auch moderiert. Bitte? Hugo. Toll, auch super. Super Format. Hugo, wieso gibt es das denn nicht mehr? Das Call Hugo. Da waren ja ein Haufen, diese Min Kai war da dabei, da sind auch ein Haufen. Dann da war auch wie hieß er denn, von Vivo, Mola. Mola Adebisi. Ja, hat doch auch mal Hugo, Call Hugo moderiert. Da muss ich vielleicht jetzt was loswerden, bevor ich im Dschungelcamp lande. Ich war der einzige Mensch, und ich habe es auch nicht gecheckt, der bei Hugo... mit einer Wellscheibe angerufen. Ohne Scheiß, ich hab's nicht. Und da hast du keine Wahlwiederholungstaste. Nein. Diese 18-stellige Nummer hat der Heider immer einzeln eingegeben. Ja. Und stell mal vor, der Moment, wo sich jemand öffnet und wo er die Sympathie der Zuschauern bekommt. Ja, ich habe gerade auch gesagt, dass ich mich in Sonja Zietlau verliebt habe. Da, hört ihr es? Was? Ihr Kacknoobs. Was flüstert ihr denn jetzt? Der hat schon wieder geflüstert, Nino. Sonja Zietlau war bei Bim Bambino. Und ich war Sonja Zietlau ist auch Pilotin. Die ist super intelligent generell. Was kann die auch sehr, die ist auch super sympathisch. Die schnappt. Ich kenne sie nicht. Ich habe sie noch nie beim Dschungelcamp gesehen, weil ich das halt nicht gucke. Aber Sonja Zietlau toll. Deswegen wäre das, ich würde mich wahrscheinlich in Sonja Zietlau verlieben. Wieder. Aber ist sie denn nicht so dominant? Die war doch bei Der Schwächste fliegt auch so hart. Weiß ich nicht mehr. Der Schwächste, weil das ist mit diesem Puff. Das war ihre Pilotensendung. Wo der Sessel nach unten fuhr. Nee, das war das andere. Das war... Das Schwächste fliegt war zum Beispiel, ach oh Gott, ich weiß es gar nicht. Der Schwächste fliegt war dann mit dem Sessel, der in den Keller. Nee, ja. Das war was anderes. Nee. Doch, nee, das Schwächste fliegt war dieses, der Schwächste fliegt, gab es doch bei Raab auch die Verarsche mit diesem Superbrain, wo es die besten Antworten gab. Aber es war nicht, dass die nach unten gegangen sind. Es hat immer das Licht nur genau, aus. Irgendwas und so. Dann sind die Leute immer. Ging das Licht aus. Wie hieß denn die Show, in der es diesen Superfail gab? Da wurde ein Kandidat gefragt, wie hieß die Biografie von Mohammed Ali, und er sagte, Mein Kampf. War das nicht super? War das nicht der Schwächste? Das könnte sein. Was ist der Schwächste? Dann gab es ja noch der Familienduell, das ist auch mit diesen super. Wahnsinnsantworten. Hammer. Und dann nennen Sie etwas, anders. Was Sie schlagen können. Achso, das ist Familienduell. Kind. Ja. Ja, genau. Oder kind. Was Sie aus einem Stein, was mit Stein machen können. Einen Steinmenschen bauen. Einen Steinmenschen natürlich. Bauen, ja. Egal, ihr schweift schon wieder ab. Hast du jetzt jemand genannt, den du mitnimmst? Ja, habe ich alle genannt. Du, das war keine ernsthafte Antwort, Michi. Doch, natürlich. Nur weil du dich in YouTube nicht auskennst. Ich würde den Frodo, glaube ich, mitnehmen. Ja, also jetzt Kanäle erfinden, das hilft ja jetzt auch niemand. Frodo. Wir werden nachher wieder verbal gesteinigt und gefedert, sagt man das so? Nein. Von Steinmenschen. Geteert und gelöffelt. Nicht auf. Wenn wir dann im Titel irgendwie schreiben, YouTuber im Gamescom-Camp, hätte ich was gesagt. Ja, Entschuldigung, also, ich habe es halt durcheinander geworfen. YouTuber im Dschungelcamp. Es gibt doch auch das Gamescom-Camp. Ja, aber da muss man keine Maden essen oder zumindest... Im Gamescom-Camp, man weiß es nicht. Und dann geht es aber gar nicht darum, deswegen verlange ich jetzt von dir eine ernsthafte Antwort, Michael. Irgendein Ami? Jetzt sag mal einen YouTuber, den du dir im Dschungelcamp wünschen würdest. Wenn du mit dabei wärst. Ich und Sami Slimani könnten, wenn ich mir ganz schön viel Puder ins Gesicht baller und mir die Augenbrauen zupf könnten, wenn wir das ganz schnell bewegen, Platz tauschen, und es würde die Zuschauer auch total abfacken. Die würden gar nicht mehr verstehen, wer da überhaupt da ist. Okay. Und dann gewinnt eigentlich Sami Slimani und dann gewinne aber ich. Gut. Was machst du mit dem Geld? Ach, da kriegt man Geld. Ja, hast du nicht zugehört vorhin? 20.000 Öcken. Na, ist doch kein Geld. Der Obermeier ist schräg drauf. Du brauchst doch keine 20.000 Euro. Ich glaube, den müssen wir mal kurz pudern und melden uns dann wieder mit Come On Teil 2.
Und das kann man jetzt schon mal sagen, sage ich mir total, wird eine absolute Sensation. Ja, bis gleich.